Ich bin Bereichsleitung in der Pflege und bin Ansprechpartner für unsere Stationsleitung und kümmere mich um die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. Man bewirkt was am Patienten selbst. Die kommen schlecht und gehen gut wieder. Und ja, das ist für mich einfach ein großer Faktor, der mir sehr viel Spaß macht. Die Pflege im EKM ist für mich Zukunft, weil man die Möglichkeit hat, sich hier selbst einzubringen. Das EKM bedeutet für mich das Arbeiten in einem multiprofessionellen Team, um so den Menschen, sprich den Patienten hier, deren Lebensqualität zu erhalten und zu steigern. Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es eine ganze Reihe. Ich habe selber jetzt gerade eben die Fachweiterbildung für die Endoskopiepflege beendet. Ich bin Stationsleitung hier auf der Intensivstation in EKM. Ich habe 2015 meine Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege gemacht, auch hier im EKM. Und Pflege im EKM ist für mich intensiv. Pflege bedeutet für mich Vertrauen. Ich habe mich weitergebildet zur Breast Care Nurse, das heißt Pflegeexpertin für Frauen mit Brusterkrankungen. Also mit Menschen arbeiten primär, weil ich halt christliche Werte in meinem Pflegeberuf verstehe und auch weitergeben möchte. Dass ich hier kreatives Gestalten erlebe. Ich kann jeden Tag Dinge tun, die man in einem normalen Beruf vielleicht nicht tun kann. Erlebe Menschen in Grenzsituationen und kann ihnen helfen, im Alltag das zu erreichen, was wir gemeinsam erreichen wollen. Zum Beispiel Wundheilung. EKM Pflege ist für mich Respekt vor mir selbst und vor anderen, meine Persönlichkeiten zu entwickeln und an Herausforderungen zu wachsen.